So, liebe Leute, jetzt kommen wir zum Schluss, sozusagen zu meinem persönlichen Fazit vom Geschirr, Multifunktionsgeschirr. Und ich bin sehr positiv überrascht. Ich versuche das Geschirr so gut wie es geht zu beschreiben, so objektiv. Aber einige Dinge werden halt auch sehr subjektiv beschrieben werden, weil ich halt eben mit der Hüfte Probleme habe. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es ein super Geschirr. Gewicht, Verteilungssystem, also da haben sie eine Top-Aufgabe gemacht. Also das Gewicht wird optimal verteilt, auch hier. Das ist im Prinzip wie beim Wanderrucksack ergonomisch gebaut und da spürt man einfach nichts. Ne? Das ist wirklich super. Die Taschen, es gibt genügend von den Taschen. Wir haben hier rechts und links, man kann die Handschuhe reinlegen. Also es ist optimal. Ich spüre auch wirklich nichts. Ich bin circa so 2 Stunden jetzt am Testen gewesen. Hab gebuddelt, bin auch runter in die Hocke und es hat nicht wirklich was gestört. Ne? Also keine Bewegung war ungewohnt. Was ungewohnt war, das Bungee-Seil. Da ist der Detektor natürlich fest dran. Ist sehr ungewohnt. Man kann den Detektor nicht mal schnell auf dem Boden liegen lassen und dann woanders hingehen oder irgendjemand begrüßen. Das geht natürlich nicht, aber von dem her gibt es auch einen Vorteil. Er fällt nicht runter, er hängt immer am Seil. Was ganz gut ist bei diesem Bungee-Seil, Sondler mit Schulterprobleme oder wenn Sie einen schweren Detektor haben, das ist natürlich optimal. Ne? Weil der nimmt unheimlich an Gewicht, aber wie gesagt, er ist halt immer fest. Ja, hinten habe ich einen Rucksack, den habt ihr gesehen. Man kann locker einen Detektor hinten reinschieben, in einen Handgriff wieder rausnehmen. Finde ich super. Zum Beispiel auch Pinpointer. Sitzt jetzt weiter oben, meistens habe ich ihn unten gehabt, aber das ist eigentlich trotzdem nicht störend. Die Fundtaschen sind auch weiter oben. Aber wie gesagt, das Gewicht ist super verteilt, ich komme gut zurecht. Ja, wenn ihr jetzt Interesse habt, ich werde auf jeden Fall alle Daten in die Videobeschreibung reinsetzen. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach rein, lest einfach nochmal die ganze Beschreibung durch, wenn ihr Interesse habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann, ciao.